Das Spektakel dauert nur ein paar Minuten, aber es hinterlässt ein Bild der Verwüstung. Tief Olivia fängt mit Windböen von rund 120 Kilometer pro Stunde über den Niederrhein. In Goch bildet sich eine tückische Windhose und die reißt alles mit sich, was nicht nied- und nagelfest ist. Heidemarie Klug sieht, wie vor ihrem Haus eine riesige Linde auf ihr Auto stürzt. Die Welt geht unter. Die Welt geht unter und man kann nichts tun, nicht viel. Man nur sehen, überlegen, wie rettet man sich jetzt. Aber wie gesagt, es war eine Sache von 4, maximal 5 Minuten und dann geht alles wieder ziemlich normal weiter. In Goch dröhnen seit gestern Abend die Motoren der Kettensägen. Immer noch drohen lose Äste aus den Bäumen herunterzufallen. In diesem Neubaugebiet regnete es Dachziegel. Wolfgang Ries kann immer noch nicht glauben, welche Kräfte die Natur hier entwickelte. Da war ein Tornado, der kam also innerhalb von kürzester Zeit hierhin. Der Himmel war schwarz und die Floren, die Dächer haben sich gehoben, also war also wirklich erschreckend. Also die Kinder waren auch sowas von aufgewühlt, die hatten Schreikrämpfe, da war so wirklich unerträglich, wirklich. Sturmtief Olivia war trotz allem mit den Menschen in Goch gnädig. Es blieb meist bei den Schäden an Häusern, Autos und Bäumen. Ich denke, das ist einfach nur mit Glück zu bezeichnen. Ne? Personenschäden so gut wie keine. Einem 15-jährigen Mädchen ist ein Ast wohl auf den Kopf gefallen. Er liegt im Krankenhaus, musste eingeliefert werden. Ein Feuerwehrmann leicht verletzt und eine Person, die sich im Pkw befand, während ein Baum auf diesem Pkw fiel, ist mit leichtesten Verletzungen davongekommen. Somit hin so gut wie keine Personenschäden. Glück gehabt. Weniger Glück hatten die Nachbarn im niederländischen Vethuizen. Auf diesem Campingplatz, nur 20 Kilometer nördlich von Emmerich, wurde eine Frau getötet. 8 Camper schwer verletzt. Rund 20 Wohnwagen riss der Tornado in diesen See. Hier auf diesem Campingplatz sind die Menschen schwer geschockt. Hier starb eine 63-jährige Frau. Sie hat offenbar versucht, ihr Vorzelt im Sturm festzuhalten, als plötzlich der Wohnwagen umfiel und sie unter sich begrub. Auch Strommasten hielten der Naturgewalt nicht mehr stand. Ganze Höfe wurden in der ländlichen Region abgedeckt und zerstört. In NRW bedeutet die Wetterkapriole wenigstens Hochkonjunktur für die Dachdecker. Ziegel sind schon jetzt Mangelware. Die Hersteller kündigten bereits wochenlange Lieferverzögerungen an. Die nächsten Wärmegewitter werden bereits am Freitag erwartet. Tornados sollen dann aber nicht dabei sein.